Servus Freunde der Fotografie und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von mir. Erstmal frohe Weihnachten. Ich hoffe, du hast ein besinnliches Fest und natürlich viel Zeit, Tutorials zu machen. Und heute geht es mal wieder um Papier. Ich habe schon mal ein Tutorial gemacht. Ich verlinke es dir hier oben in der Infobox. Und was wir genau machen, siehst du nach meinem Intro. Nun zur Bildidee und die ist eigentlich ganz einfach entstanden, da mein letztes Tutorial hier mit Papier, ich verlinke es euch hier oben in der Infobox, wie vom Intro auch schon erwähnt, relativ viel Zuspruch von euch erhalten hat und viele das auch nachmachen, was ich natürlich auch richtig cool finde. Und da dachte ich mir, komm, lass uns doch einfach noch ein weiteres Tutorial mit ganz normalem DIN A4 Papier 80 Gramm erstellen, also das Standard Druckerpapier, was wahrscheinlich jeder zu Hause hat. Denn da gibt es natürlich unterschiedliche Techniken, um das richtig schön in Szene zu setzen. Und heute möchte ich euch eine weitere zeigen. Also legen wir gleich mal los mit den benötigten Materialien. Ganz klar, als allererstes brauchst du ganz normales, weißes DIN A4 Papier, also dieses Standard-Druckerpapier 80 Gramm, was eigentlich fast jeder zu Hause hat. Du kannst natürlich auch stärkeres oder dünneres Papier verwenden. Ich bin jetzt mit 80 Gramm richtig gut gefahren. Dann als nächstes brauchst du eine Plexiglasscheibe. Wenn du keine Plexiglasscheibe besitzt, kannst du zum Beispiel auch einen Glastisch verwenden oder eine Scheibe aus dem Bilderrahmen. Wichtig ist es nur, dass es transparent ist und das Licht hindurch scheinen kann. Dann verwende ich jetzt hier noch ein bisschen Klebeband, also ganz normales Tesa. Und als Licht habe ich jetzt hier RGB-LED-Panels. Wenn du sowas nicht zu Hause hast, verwendest du einfach eine Taschenlampe und legst so eine Farbfolie oben drauf. Und das sind meine ganzen Zutaten. Also gehen wir weiter zum Aufbau. Mein Aufbau ist natürlich sehr einfach. Ich habe die Bücher als Podest verwendet und oben drauf die Plexiglasscheibe gelegt. Denn darunter brauche ich natürlich ein bisschen Platz, um meine RGB-Lichter hin und her schieben zu können. Beziehungsweise, wenn du mit der Taschenlampe arbeitest, brauchst du natürlich noch ein bisschen mehr Platz, da eine Taschenlampe nicht so flach ist wie diese RGB-Lämpchen hier. Und dann legst du ganz einfach dein DIN A4 Papier oben auf die Plexiglasscheibe, machst schöne Muster. Also es ist auch so, wenn du jetzt zum Beispiel nur ein Blatt drauf hast, kommt hier relativ viel Licht durch. Wenn du das zweite drauflegst, kommt an den Stellen, wo das zweite überdeckt, natürlich weniger Licht durch. Und so kannst du relativ schöne Muster machen. Wenn du zum Beispiel jetzt hier einfach so einen kleinen Abstand hast, das heißt jetzt hier zum Beispiel 3 mm zum nächsten Papier und dann einfach schönere Formen legst mit dem gleichen symmetrischen Abstand, kriegst du richtig coole Ergebnisse hin. Hier ist deiner Kreativität natürlich keine Grenze gesetzt. Und die einzelnen Blätter habe ich dann auch noch mit ein bisschen Klebeband fixiert, da solche Blätter sehr schnell verrutschen. Und dann sieht es einfach nicht mehr gleichmäßig aus. Und das hilft. Also einfach ein bisschen Tape, die Blätter fixieren. Und du kriegst richtig geile Ergebnisse hin. Und dann schön von oben fotografieren oder ein bisschen schräg von der Seite. Und schon am Ende vom Video zeige ich dir natürlich auch meine Ergebnisse. Aber jetzt kommen wir erstmal noch zu meinen Kameraeinstellungen. Meine Kameraeinstellungen sind wie folgt. Ich habe im Modus A fotografiert, manuell fokussiert und mein Bildstabilisator ist angeschaltet, da ich jetzt hier aus der Hand fotografiert habe. Aber meine Kamera hat auch einen sehr guten Bildstabilisator und meine Lichter hier sind auch wirklich sehr hell. Falls du jetzt unscharfe Bilder erhalten solltest, fotografiere am besten vom Stativ und denk natürlich dran, den Bildstabilisator wieder auszuschalten. Mein ISO-Wert lag bei 200. Meine Belichtungszeit hat sich ja automatisch generiert, da ich ja im Modus A fotografiert habe und meine Blende lag zwischen 2,8 und 5 und das waren jetzt hier meine Kameraeinstellungen. Meine Objektive waren einerseits das 17 mm Festbrennweite Objektiv von Olympus und die 60 mm Makrolinse von Olympus und jetzt würde ich sagen, können wir uns auch meine Ergebnisse anschauen.
Bonustipp noch, natürlich könnt ihr auch das Papier zerreißen und übereinander legen. Das gibt natürlich auch richtig coole Effekte. Mir hat es mal wieder richtig Spaß gemacht, mit Papier und Licht zu fotografieren. Und wenn du auch Spaß dran hattest, Daumen nach oben, schreib einen Kommentar und abonniere meinen Kanal. Und idealerweise verteilst du dieses kleine Video auch noch in der ganzen Welt, damit ich ein bisschen Resonanz hier erhalte. Das wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns einfach im nächsten Jahr. Ich wünsche dir frohe Weihnachten, einen guten Rutsch, bleib gesund, wünsche dir auf jeden Fall gutes Licht. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Bis dahin, ciao.